Die aktuellen Geschehnisse in One Piece lassen uns alle die Luft anhalten. Was passiert nun mit Ruffy nach der mutmaßlich bitteren Niederlage? Eiichiro Oda sagte einst etwas sehr Interessantes, was viele vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm haben. Fakt ist, Oda hat hier einen genauen Plan. Er weiß ganz genau, was er tut und wieso das so ist, erkläre ich im heutigen Video. Also lehnt euch zurück, Leute. Los geht's. Und damit, yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und in dem heutigen Video sprechen wir mal über das, was Oda vorhat und natürlich auch darüber hinaus und über das, was Oda uns eigentlich schon mehr oder minder gesagt hat, beziehungsweise uns um die Ohren gehauen hat, denn es geht um eine Aussage, die Oda getätigt hat, die so einiges vielleicht in ein neues Licht rückt und eventuell die ein oder andere Zweifel über den Fortschritt, über das, was jetzt kommen mag, dass das Ganze so ein bisschen einräumt. Und ich persönlich muss sagen und werde euch ja ganz klar sagen, Eiichiro Oda hat einen ganz genauen Plan. Er weiß ganz genau, wie er den Kampf gegen Kaido zu Ende führt. Gerade nachdem Oda ja einst diese berühmte Aussage getätigt hatte, dass er nicht wüsste, wie Ruffy Kaido besiegen sollte im jetzigen Stadium, dass einfache, rohe Gewalt hier nicht ausreicht, dass der Schlag von Ruffy, ein einfacher Schlag von Ruffy hier nicht ausreichen wird, um einen Kaiser zu besiegen, dass Ruffy und Oda sich da was überlegen müssen. Und genau diese Sache ist passiert. Also Eiichiro Oda hat sich mit Ruffy dementsprechend etwas überlegt, wie man Kaido besiegen kann, und diese Sache, die bezeugt natürlich dementsprechend eine andere Aussage von Oda, die er im Dezember letzten Jahres getroffen hatte. Es ging hier nämlich darum, dass Eiichiro Oda am Ende des Jahres gesagt hat, hey, es wundert mich, dass Wano Kuni immer noch läuft, ja, und ich freue mich sehr darauf, das Ende von Wano Kuni zu zeichnen. Und Leute, ihr müsst definitiv ein scharfes Auge auf unseren Hauptcharakter bzw. Ruffy werfen, und das war es eigentlich auch schon, ja, also Oda hat hier einfach angeteased, Jungs, konzentriert euch, oder auch Mädels, konzentriert euch hier jetzt bitte auf Ruffy, denn da wird was Krasses passieren, ja, das ist so dieser kleine Tease. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich noch eine weitere Aussage, dass die Welt, die sich ja jetzt in 5G bewegt, ja, dass das hier natürlich bei Ruffy und einem krassen Gegner wie Kaido, ja, dass man hier auch diese 5G-Anspielung hat, ja, mit dem Gear 5, ja, wo ich dann persönlich sage, hey, hier hat Oda natürlich das Gear 5 ein bisschen angeteased, und ich persönlich muss ganz klar sagen, dieser Mann hat einen ganz, ganz klaren Plan, wie er jetzt vorgeht. Und natürlich war jetzt diese Niederlage irgendwo notwendig, denn ich hatte immer in den letzten Wochen auch gesagt, dieser Kampf, ja, wie Ruffy hier gegen Kaido mithält, ja, wie er da heads-on gegen Kaido kämpft, der in der Hybridform kämpft und Ruffy in der Baseform eigentlich, basically die ganze Zeit, und jetzt natürlich jetzt in diese Gearform geht und dann aufs Maul bekommen hat, natürlich durch ein bisschen Pech, ist natürlich klar, aber das war irgendwo abzusehen. Es ist in One Piece natürlich immer so, dass der Hauptcharakter, je stärker die Gegner werden, je krasser die Gegner werden, natürlich auch in der Verliererstatistik ein bisschen weiter hochgeht. Und das ist ja bei Ruffy jetzt auch schon nicht der erste Lose gegen Kaido, ist natürlich klar. Aber man kann ja auch nichts anderes erwarten. Das muss ja natürlich diesen Weg gehen. Und One Piece kennen wir auch eigentlich nichts anderes. Ja, also man verliert, kriegt aufs Maul, wird stärker, steht wieder auf, noch stärker und so weiter. Dann ist es immer so ein Hin und Her, bis halt wirklich der letzte Angriff zum Sieg führt. Und wenn Oda uns jetzt hier gesagt hat, hey, beobachtet mal den Hauptcharakter, und Ruffy auch in dem aktuellen Kapitel gesagt hat, hey, das wird jetzt hier mein letzter Angriff, und wenn dieser nicht fruchtet oder Kaido downbringt, dann habe ich hier verloren. Das zeigte ja nochmal, wie weit diese beiden eigentlich noch voneinander entfernt sind. Klar, dieser letzte Angriff, der wäre vermutlich heftig gewesen, aber ich denke und wir alle sollten uns da höchstwahrscheinlich darüber einig sein, dass Kaido danach nicht down gegangen wäre. Er wäre dann wieder aufgestanden, und es ist fast wie bei Zorro hier auf Wano Kuni. Ja, wenn ihr euch erinnert an Rooftop One Piece, als Zorro hier seinen neuen Schwerterstil gegen Kaido ausgepackt hatte, wozu auch gesagt hat, hey, das ist jetzt hier mein Limit, ja, das ist meine maximale Stärke, beziehungsweise weiter oder mehr geht halt einfach nicht, das ist jetzt hier mein Maximum. Und danach ist Zoro angesichts dessen, dass er natürlich da richtig ausgepackt hatte, im Rooftop mehr oder weniger down gegangen und hat später im Kampf gegen King dann eine neue Form gelernt, beziehungsweise entdeckt, nämlich mit dem Advanced Königshaki, was er da erwecken konnte und was er dann natürlich hier als Schwertkämpfer gut für sich benutzen konnte im Kampf gegen King. Und das ist so dieses Power-Up, was natürlich mit dieser Niederlage oder mit der vorherigen Niederlage, mit diesem Sprengen der Grenzen, was dann erreicht wurde. Und ich denke, diese Niederlage, die Ruffy jetzt hier erlitten hat, die bringt Ruffy auf die nächste Stufe, so wie es halt immer in Mangas eigentlich ist, in Shonen, in Battle-Shonen, so wie es eigentlich immer schon gewesen war. Und ich denke, diese Entwicklung, die Ruffy jetzt hinlegt, die war von Oda gemeint. Ich denke, darauf hat Oda hingearbeitet, dass Ruffy nochmal ziemlich aufs Maul bekommt, um dann natürlich seine weitere Stärke, die
die nächste Stufe zu erreichen. Und das wird natürlich jetzt hier passieren. Denn beobachtet den Hauptcharakter, waren die Worte von Oda. Und das wird, denke ich mal, jetzt passieren. Nach eventuell dem Flashback von Kaido wird Ruffy eine unglaubliche Entwicklung hinlegen. Naja, maßgeblich haben wir hier drei Punkte, die wir einfach besonders in Betracht ziehen sollten. Wir gehen zu Punkt Nummer 1. Natürlich ganz einfach das Erwecken von Ruffys Teufelsfrucht. Diese Art und Weise, wie Ruffy seine Teufelsfrucht erwecken wird, steht natürlich in den Sternen, aber dieses Erwecken könnte halt einfach ein Gamechanger sein hinsichtlich dessen, wie es bei Law und Kid bezüglich Big Mom auch gewesen ist, dass Ruffys Erwachen hier enorme Vorteile im Kampf gegen Kaido darbietet, dass Ruffy dementsprechend gewisse Fähigkeiten entwickelt, die natürlich dem eines Kaisers würdig sind und diesen natürlich dementsprechend auch dazu befähigt, ja, diesen auch zu übertreffen. Ich meine, natürlich gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie das Erwecken von Ruffys Teufelsfrucht aussehen kann und gerade auch mit der Prämisse, dass man hier sagen kann, hey, Ruffy hat eventuell eine ja besondere Teufelsfrucht, diese Thematik, die ja vor kurzem eigentlich erst mit in dieses One Piece Universum gestreut wurde, hat das Ganze natürlich nochmal auf ein potenziell neues Level gehoben, weil wir natürlich jetzt immer im Hinterkopf haben, okay, die fünf Weisen haben da eine sehr spezielle Teufelsfrucht im Hintergedanke, ist es die Teufelsfrucht von Ruffy oder nicht? Es ist schwierig zu erklären und es ist natürlich auch schwierig umzusetzen, dass es diese Teufelsfrucht von Ruffy sein sollte, denn über die Jahrzehnte hinweg waren wir stets darum bemüht, einzelne Details aus Kapiteln von Jahren zurückzunehmen, zu deuten und so weiter und etwas in diese Richtung gab es halt noch einfach nicht, ja, bezüglich Ruffys angeblich spezieller neuer Teufelsfrucht. Es wird unfassbar schwierig für Oda werden, dieses Szenario in die Story zu implementieren, auf einmal zu sagen, Ruffy hat, keine Ahnung, die Sun Wukong Teufelsfrucht oder schlag mich tot, ich will da gar nicht näher drauf eingehen, weil es einfach viel, viel zu komplex ist, dieses ganze Thema an für sich und ich dann mich einfach zurücklehne und warte, was Oda damit machen wird, was er damit kreieren oder erschaffen wird, denn One Piece baut eigentlich darauf auf, dass Sachen Jahre hinweg oder im Vorhinein einfach gesettet wurde, dass man da irgendwelche Hinweise nehmen kann und bezüglich dessen hat es bis heute noch keine wirklichen krassen Sachen gegeben in der Vergangenheit, die irgendwie darauf schließen lassen, dass Ruffys Teufelsfrucht doch nicht die Gum-Gum-Frucht ist, ja, was das Ganze natürlich immer ein bisschen schwieriger macht für Oda umzusetzen, aber wir haben es in dem Arc gesehen, ja, der Sensemann bei Zoro zum Beispiel war auch ein erstmaliges Phänomen, was bis dato noch nie wirklich aufgetaucht ist und es ist jetzt da gewesen, die Leute fanden es cool, aber mehr aber auch nicht, ja, dahinter fehlt der Kontext, der hoffe ich vielleicht nochmal in Zukunft aufgegriffen wird mit dem Sensemann, aber wenn nicht, dann ist es natürlich ein bisschen schade und das ist natürlich die Gefahr, die Oda läuft da, wenn er hier jetzt so einen riesigen Umschwung um die Teufelsfrucht von Ruffy macht, aber da bin ich gespannt, ja, ob Ruffys Teufelsfrucht wirklich die Gum-Gum-Frucht ist oder nicht, ja, gerade weil die ganzen, wie die Databooks, ja, die sagten es ja immer, Gum-Gum-Frucht, Gum-Gum-Frucht und wir haben da nie irgendwie einen Zweifel hegen können, weil es immer so offen und transparent kommuniziert wurde und gesagt wurde, ja, das ist so, wenn man da jetzt eine Kehrtwende reinbaut, ich weiß nicht, es wird sehr schwierig. Auf der anderen Seite, Leute, wir haben natürlich mit dem Gear 5 noch viele Möglichkeiten, die Ruffy ja eventuell entwickeln könnte, um natürlich dementsprechend sich viel weiterzuentwickeln, um sich stärketechnisch weiterzuentwickeln. Es gibt da schon Hinweise, was ein Gear 5 sein könnte, nämlich die Kombination aus allen bestehenden Gears, das wäre auch so mein Favorit und auch etwas, was so am naheliegendsten ist. Ruffy hat schon mal zwei Gears miteinander kombiniert, also 2 und 3. Ja, was ist, wenn er alle 4 miteinander oder alle 3 miteinander kombiniert, ja? Dann hat er mit dem Gear 2 schnell gepumptes Blut, um halt die Geschwindigkeit zu erreichen, die Durchschlagskraft, diese Explosivität. Dann Gear 3, dass er die Knochen ein bisschen aufpustet, dass Ruffy an für sich einfach ein bisschen größer wird. Und mit dem Gear 4 pustet er ja seine Muskulatur in gewisser Weise auf, ja? Ich meine, der Gear 4 Snake Man, der kommt da schon eher dran, aber wenn er das nochmal perfektioniert und diese Gears miteinander kombiniert, das könnte für mich ein potenzielles Gear 5 sein. Und natürlich muss Ruffy erst einmal auf diese Idee kommen und ich persönlich muss sagen, die Gears oder gerade Gear 4 ist natürlich irgendwo stark, aber hat natürlich eine große Kehrtseite, denn diese Schwachstelle mit dem Haki, ja, mit der Luft, die rausgehen kann und so weiter, es ist natürlich ziemlich schwierig, ja, aber Eiichiro Oda könnte da eventuell mit etwas sehr, sehr Besonderem um die Ecke kommen, vielleicht durch das Erwachen von Ruffy kann er Luft länger halten, Haki länger halten, weil er eventuell sogar, und das wäre ziemlich overpowered, an für sich die Zeit ein bisschen dehnen könnte oder sowas, also da gibt es da verschiedene Möglichkeiten, wir sind hier immer noch in einem Manga, in einem kreativen Werk, ja, wo natürlich vieles möglich ist und wo Oda auch schon vieles möglich gemacht hat, ja, aber ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt hier ausgehen wird, aber diese Niederlage von Ruffy, die war essentiell für das, was Oda geplant hat und das hat Oda schon mehr oder weniger bestätigt, dass er ganz genau weiß, was er jetzt tun wird, dass er ganz genau weiß, was jetzt als nächstes kommt und dass er da nicht einfach so im Dunkeln herumtappt und einfach mal macht.
macht, Leute. Eiichiro Oda hat Wano Kuni seit über 20 Jahren geplant. Meint bitte nicht, dass Oda da einfach irgendwie ins Nichts geht, ja, dass er da einfach irgendwas pullt, was er nicht irgendwie schon sorgfältig durchplant hatte oder durchdacht hatte. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich vertraue da auf jeden Fall Oda. Ich denke, die meisten von euch vertrauen da so oder so auf Oda. Er wird da schon was Nices draus machen. Ich bin gespannt, was er da pullen wird. Wir haben ja einige Möglichkeiten und auch einige aufgezählt. Falls ihr weitere habt, gerne damit in die Kommentare, Leute. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wäre sehr korrekt von euch. Ich wünsche euch dann noch allen was. Bleibt mir auf jeden Fall gesund. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao und tschüss.